Aloha, ich hoffe, es geht euch gut. So, ich nehme euch heute mit beim Packen eines Tauschpäckchens. Und zwar für die liebe Jutta. Die Jutta hatte mir schon, ach, ist schon ewig her, ein Tauschpäckchen geschickt und dann zu Weihnachten noch einfach so ein Ü-Paket. Und jetzt packe ich für die Jutta ein Päckchen. Ich zeige euch die Sachen, dann packe ich es ein. Ja, also ein bisschen kurzweilig. Wer es nicht mag, muss ja nicht zugucken, aber den einen oder anderen interessiert es vielleicht. Viel Spaß. So, ich musste erstmal einen richtigen Karton finden, der mich nicht Unsummen von, ja, von Versandkosten kostet. Ich habe aber jetzt einen gefunden. Und zwar ging es darum, dieses Teil hier reinzukriegen. Das ist so ein ja, Tablett. Ne, so eine Etagerentabletten, das wollte ich ihr gern zukommen lassen, aber da ein Karton, der dann nicht direkt 11 Euro im Versand kostet, sondern ich habe jetzt, wie gesagt, einen Karton gefunden, der mit 5,95, das ist okay für ein Tauschpäckchen, daherkommt und das hier packe ich jetzt mal ein. Jetzt muss ich auch gucken, warum ist das hier so gebogen? Ich muss mal reingucken. Nichts Genaues weiß man nicht, keine Ahnung. Ja, ich lasse es drin. Das hatte ich damals zweimal mitgenommen. Und vom Preismapper. Und eins habe ich. Und eins bekommt jetzt die Jutta. Und dann packen wir das mal ein, damit die liebe Jutta auch was zum Auspacken hat. Das ist immer wie Weihnachten im Tauschpäckchen. So. So, ich hoffe, ich habe überhaupt genug Geschenkpapier. So, naja, nicht gerade. Egal. So. Jetzt knistert es wahrscheinlich. Das ist ein bisschen fertig. Dran kleben. So. Ich werde natürlich die Jutta anschreiben und sagen, sie soll es bitte nicht gucken, aber vielleicht lade ich es auch erst hoch, wenn ich es abgeschickt habe. Das entscheide ich aber später. Ich glaube, ich brauche einen neuen Tesafilm vom Abroller, der ist ziemlich stumpf. So. Ja, ihr könnt hier mit mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt so in der, ja, Corona-Zeit alles macht. Wer auch viel werkelt oder viel putzt, da viel spazieren geht. Weil ich sag mal so, für mich hier am Land hat sich nicht viel geändert. Ja. Außer dass ich nicht jeden Morgen zur Arbeit fahren muss. Ja, nur ab und an mal. Und ansonsten mache ich ja Homeoffice. Was ich ja auch sehr angenehm finde, aber ich habe ja vorher auch schon an anderthalb Tagen Homeoffice gemacht, immer einen halben Dienstag und einen Freitag. Aber so, man kriegt ja einiges geschafft dann, ne? Das ist echt cool, aber ich denke, jetzt so langsam wird der Weg zum normalen Leben ja wieder losgehen. So. Ja, da müsste ich mir natürlich noch einen schönen Spruch ausdenken. Was können wir da draufschreiben?
überleg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade unentschlossen. Ich tue es jetzt einfach mal so ins Paket. So, vielleicht fällt mir da gleich noch was zu ein. So, jetzt habe ich mal alles rausgesucht, was ich ihr an Papier so zukommen lassen möchte. Und da habe ich hier zwei Pakete Cardstock. 200 Gramm, 10x5 Farben, einmal in so, ne, kräftigen Farben, einmal Pastellfarben. Und dann habe ich hier, sind auch nochmal kräftige Farben, aber die sind ein bisschen, da sind andere Farben, also, ne, also Orange zum Beispiel, wohl Orange ist da auch. Das ist aber ein bisschen, weiß nicht, auf jeden Fall habe ich das geholt. So, die Sachen, dann den Block. Den Block, den, den, den. Oh, hier ist noch ein kleiner. So, dann den hier. Und dann noch mit den Gift-Tags. Und nochmal Gift-Tags. Und einmal so 3D-Block-Baby. Dann habe ich hier die verschiedenen Papiere, die sind aus dem Libra. Die habe ich allerdings geteilt mit Himbeere süß-sauer. Die kriegt die andere Hälfte. Und hier ist alles Mögliche drin. Fußball, Schokolade, Steinmauer, alles Mögliche. Da hat jeder, ich glaube, 5 Blätter von, deswegen so ein Paket. Und dann hatte ich hier noch schwarzen Cardstock. A4, das kommt auch noch mit da rein. Und mal gucken, wie ich das jetzt verpacke. Ich hatte nämlich was gewerkelt mit Tapete und ups. So. Da war, glaube ich, Bettwäsche drin. Na, das waren, das habe ich das mit Tapete ein bisschen beklebt und hier so eine Tasche reingemacht. Und da tun wir jetzt mal ein bisschen. So, das passt schon mal. Gucken wir mal, ob wir die großen Sachen hier reinkriegen. Gift-Tags. Und tun wir das hier noch da rein. Da ist das Ding auch gleich schon voll, ne? Eins passt noch. So. So. Ja, da hat sie dann später, wenn ihr das gefällt, entweder wieder zum Weiterverschenken oder zur Aufbewahrung von Papier kann sie das nutzen. Und ich glaube, das packe ich auch gar nicht mehr extra ein, oder? Überlege ich mir. Ich tue es erstmal in den Karton. So. Ja, dann packe ich mal die hier ein. Gucken, ob das passt nicht. Dann packe ich die kleinen Blöcke ein. Die müssten hier aber reinpassen. Schauen wir mal. Und aber sowas von knapp. Eieiei. Alter Verwalter. So. Ups. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euch freut, wenn der Action wieder auf hat. Wie gesagt, ich hatte ja soweit keine Einbußen. Ich bin natürlich nicht mehr ganz so oft hingefahren wie sonst. Halt in der Mittagspause und sondern nur noch, wenn ich zum Einkaufen nach Holland gefahren bin. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, der hätte komplett jetzt die ganze Zeit zu. Uiuiui. Das wäre schon ja, eine Umstellung. Also es gibt, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, nicht falsch verstehen, ne? Also das hätte man, klar hätte man das ausgehalten, aber das ist schon, wie gesagt, ich gucke da gern, ich kaufe da gern meine Bastelsachen, ich drehe gern die Hauls, ihr guckt die gern, von daher Win-Win-Situation, alles tutti. Und da wäre mir schon, würde mir das fehlen. Ne? So.
So. Aber ich war heute nochmal im Lidl in Deutschland aber einkaufen. Da ist es auch nicht mehr so streng. Die haben die Wagen jetzt abgezählt, dass nur noch 89 Leute rein dürfen. Und da steht da vorne keiner mehr, der desinfiziert oder so, sondern nur jeder soll halt einen Einkaufswagen nehmen. Ja, und 89 Leute, also wenn die Einkaufswagen weg sind, dann ist voll, dann muss man warten, bis der nächste rauskommt. So, das hier gepackt. Dann packen wir die hier ein. Wir machen ja schöne viele Päckchen. Die Jutta soll ja viel zum Auspacken haben, ne? Schnippel, Schnippel. Ja, ich hätte das normal am großen Tisch machen müssen und nicht an meinem vollgequetschten Schreibtisch hier. Aber ein bisschen Verlust ist immer, ne? Ja, ist ja auch egal, Preis kann ja ruhig dranbleiben. Auch, das ist ja egal. Ich denke, das ist reichlich, was ich hier eingepackt habe. So. Ich hoffe, sie hat viel Freude damit. So, also ich brauche echt, das ist total stumpf. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man so einen Tesafilm-Abroller wieder scharf kriegt. Aber ich denke, das ist nur neuen kaufen, ne? Und das ist also wirklich auch ein guter, das ist von Tesa. Das ist kein billig-ömmes Teil. Das ist super. Aber der ist echt Rott. Aber da müsst ihr nur mal gucken. Ja, vielleicht habt ihr ja so einen Tesafilm-Abroller aus dem Action. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob der gut ist. So, ich muss nachladen. Tesafilm. So. Da haben wir es. Gehst du rein? Na, jetzt geht es fast besser, wo die Rolle voller ist, aber trotzdem geht es nicht gut. Also das ist blöd. Ich müsste vielleicht ein Stück Tesa haben, ne? So, das nächste Päckchen. So, und dann würde ich sagen, packe ich die schon zusammen ein. Das passt nicht. Gucken, wie viel hier noch drauf ist. Obwohl, ich hatte ja ein Reststück. So ist es. Ja. So. Total dünn, das Papier. Ich glaube, das war mal von Woolworths. So, jetzt machen wir mal einfach mit 17 Schwips. Ab. Gut ist. So. Das gerade können wir ruhig so machen. Ja, ich hoffe, die Jutta freut sich, auch so viel auszupacken. Wie gesagt, wenn so ein Tauschpäckchen kommt oder ein Ü-Päckchen, das ist immer wie Weihnachten. Wie gesagt, ist natürlich auch mal schwierig, den Geschmack zu treffen, ne? Also, ich sag mal, 100% trifft man eigentlich nie.
Man kann nur versuchen. So. Ups. So, nächstes Päckchen fertig. So, jetzt gucken wir mal, was noch in meiner Krabbelkiste alles ist. Ich habe noch die Pinsel. Das hier. Oh, hier noch eine. Da ist noch einiges drin. Ja, Osterhase, aber ja, wie gesagt, sollte ja eigentlich schon längst weg, aber ich sag mal. Nach Ostern ist vor Ostern. Ne? So, und dann würde ich ihr natürlich auch gerne was schicken, wo ich das selbst gemacht habe. Und da habe ich hier diese Kiste. So. Und da tun wir mal die Hasen mal rein. Und das hier. So Streudeko. Ich glaube, das reicht aber auch schon. Das ist das Ding nämlich voll. Bleibst du unten? So. Ja, da hat sie hier so, das kann sie später weiterverwenden. Aber das packe ich trotzdem nochmal mit ein. Das ist, glaube ich, zu klein. Müssen wir doch hier das Große nehmen. Ja, das passt auf jeden Fall. Dann würde ich das mal hier knicken. Also ein Tauschpäckchen. Ich habe ja noch Leute in der Warteschleife, also wer da Interesse dran hat, im Moment nicht, weil ich muss die erstmal alle abarbeiten, die, wo ich die Anfragen habe. Aber vielleicht denke ich mir was anderes aus. Habe ich ja schon mal drüber nachgedacht, dass ich Päckchen mache, dass ich was einkaufe und ja, dann für den Warenwert. Dann das Geld nehme. Ich weiß nicht. Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf habt. Einfach zu sagen, hier ein Papierpaket oder ein Actionpaket, wer kein Action hat. Aber wie gesagt, das wird nicht so oft vorkommen und auch nur, wenn ich Zeit habe. Im Moment bin ich da wahrscheinlich wieder sehr großherzig, weil ich gerade Zeit habe. Aber ja, wenn wieder alles richtig losgeht, da werde ich mich wahrscheinlich wieder ärgern, dass ich das überhaupt gesagt habe. Nee, mal gucken. Ich weiß ja, wie es ist. Also wäre schlimm, wenn ich keinen Action hätte. Aber mal gucken. Ich überlege mir was. So, das ist so eine kleine Sortierbox. Die lag eigentlich beim Diamond Painting. Die habe ich aus den Niederlanden vom Van Kranebroek. Und ja, mal gucken, ob sie damit was anfangen kann. Schauen wir mal. Muss man ja auch eine Diamond Painting Sachen reinsortieren. Kann man ja auch andere Perlen oder Pailletten oder. Was die Jutta da so im Hause hat. Ne? So. Ja, ich hatte eigentlich auch einen Kuchen gekauft. Aus den Niederlanden, so einen Gewürzkuchen. Aber der ist leider am 12.05. schon abgelaufen und auch ein bisschen sehr gequetscht, weil den hatte ich schon, ich hatte das Paket ja schon so ein bisschen immer wieder was reingeschmissen. Den möchte ich, ich zeige euch den gleich, aber den möchte ich ungern mitschicken. Den werden wir dann futtern. Müssen wir mal gucken. So, nächstes Päckchen. Ich zeige euch mal den Kuchen. Na, das ist hier der Kuchen und der hat hier ein bisschen gelitten.
Und wie gesagt, 12.05. ist zwar noch 3 Wochen hin, aber trotzdem, also ich fände es fies, wenn der so bei mir im Paket liegen würde. Deswegen bleibt der hier. So, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Ich habe noch Buttons zum selber machen. Ja, die hatte ich ja eben schon hingelegt. Dann habe ich Magnete. Die hatte ich mir auch gekauft. Die sind wohl nicht so gut, aber vielleicht für so Kleinigkeiten halten die trotzdem. Ich gucke mal, was ich noch dabei tun könnte. Ah, hier habe ich noch. Dann hatte ich ja noch diesen riesen Kreidestift fürs Fenster. Ich brauche aber Geschenkpapier. Ich muss noch gerade gucken. So. Nehmen wir das rosa. Hier habe ich auch noch ein Stück. Gucken, ob der Kreidestift da reinpasst. So. Ups. Was soll ich denn hier so? Da brauche ich Bänder. Habe ich hier was liegen? Ich glaube nicht. Mal an meine Bänderkiste. Mal hier. Ne, das ist nur so ein kleines Stück. Das passt nicht. Passt mir da. Oder ich nehme hier, das mache ich auf. So. Das mache ich mal auf. So. Machen wir mit Pink, ne? Bomben zu einer Art Bonbon passt Pink. So. Noch ein Stückchen. Überlegen, ob ich hier noch irgendwie was selbst gebastelt ist, ein Kartönchen. Ich guck mal gerade. So, dann habe ich hier so eine Art Milchtüte. Ich habe mal bei meinen Sachen gewühlt. Da tue ich jetzt hier das rein. Und das müsste eigentlich auch da reingehen, hoffe ich. Jo. Aber dann verließ ich, guck mal, ob ich noch eine Kleinigkeit habe. Nö. Aber das ist ja okay. So, das packe ich auch nicht extra ein. Das kommt so dazu. So, dann haben wir die hier. Da will ich noch mal gucken. So, ich nehme einfach eine halbfertige Explosionsbox. Tue das da rein. Ich hoffe, es passt irgendwie. Nee, ich glaube, das... Ich muss es knicken. So, ist ja nicht schlimm. Ist ja immer die Umverpackung. So.
dann hat sie drin eine Überraschung und kann die Expressionsbox weiter basteln. Aber die muss ich einpacken, sonst springt die mir auseinander. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das für euch gesterbenslangweilig ist. Aber könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas öfter machen soll. Also wenn ich ein Tauschbäckchen mache, ob ich das filmen soll. Also in dem Fall filme ich es halt, weil Jutta keinen YouTube-Kanal hat. Und bei Himbeere süß-sauer werde ich es auch vorher abfilmen. Weil sie auch keinen YouTube-Kanal hat, aber einen Kanal auf Instagram. So. Ich bin ja kein Verpackungsgenie hier. Naja. Schön ist anders, ne? Naja, wird eh aufgerissen. So. Ne, machen wir nur eins drüber. Sicher ist sicher. So, so dann ja, haben wir die Explosionsbox. Dann gucken wir mal, was wir für die liebe Jutta noch haben. Und zwar, ja, ne, nach Weihnachten ist vor Weihnachten diese Fensterbilder. Sticker. Pailletten. Das Nähset. Oh, hier ist noch was mit Karten. Babys. Babyalbum. Also, die habe ich auch noch. Dann waren hier noch so Clips, wo man Tüten mit zumachen kann, wenn man Chips aufmacht oder so. Und noch Ribbonbänder. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das alles verpacken. Ist das hier? Ja, sieht ziemlich uselig aus. Das ist so ein Nähset. Da kann man eine Lamatasche rausnähen. Ja, ist hier offen. Aber das war vom Preismapper. Muss ich mal schauen. So. Ja, die Pailletten kann sie ja direkt da in ihr Döschen da einsortieren. So, jetzt gucken wir mal, was passt. Das passt auch. So. Ups. So. So, nächstes Päckchen. Und dann habe ich hier so zweimal Scrapbooking-Papier. Ja, einmal Baby Boy, Baby Girl. Die packen wir auch mal ein.
Ups. So. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich es anders machen kann. Vielleicht erst alles mal auf einen Haufen zeigen und dann einpacken. Aber wie gesagt, müsste ich am großen Tisch machen, weil hier ist immer, ich meine, ich kann, oder ich muss es machen, wenn ich gerade einen Schreibtisch aufgeräumt habe. Wenn hier alles frei ist, weil da räume ich auf und dann wird wieder gewerkelt und dann ist wieder blankes Chaos. Ja. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich. So. Nächstes Päckchen. Und ich glaube, jetzt machen wir mal die Ribbon-Bänder. Da habe ich diese vier. Gucken, ob die hier... Obwohl, die könnte ich die drei zusammen. Ist, glaube ich, besser. Und dann gibt mehr Päckchen. Ne? Da brauche ich aber nichts. Oder mache ich ein Bonbon? Ich kann auch... Da tue ich sie doch zusammen. Nee, ich mache sie zusammen. Nee, denke ich mir was anderes mit aus. Dann machen wir die Glitzersteine. Kleines Päckchen. So, dann muss ich mal gucken, wo ich die rein tue. Und, obwohl, ich habe ja hier aus dem Action diese Dinger gekauft. Ich mache es mal hier hinten auf. Raschel, raschel. So. Hier. Ich weiß nicht. Und ich mache das so und pack's dann in Geschenkpapier. Das noch hier rein. Und das dann in Geschenkpapier. Und dann kann sie den Becher ja auch noch weiter verbasteln. Ne? Ist das eine Idee? Ich glaube, das ist eine Idee. So. Schönes Band drum. Schwupps. Kleben wir noch ein bisschen dran. Ups. So. Vor allem bin ich dann endlich mal hier auch ein bisschen Platz wieder quitt. Wenn die ganzen Tauschpäckchen mal weg sind.
So, das auch. Dann haben wir das. Wo hatte ich denn noch? Hier, in die Sticker. Die hier haben wir auch noch. Und zwar diese Liniensticker. Ja, die sind, das sind meine. So. Und ich glaube, die packe ich einfach jetzt hier mit dem Lama-Ding ein. Hm? Passt. Passt. Sitzt, passt, wackelt unter der Luft. So. Vor allem ist es dann schön, da Jutta ja keinen Kanal hat, dann kann ich immer mal gucken, was hatte ich ihr denn eigentlich geschickt. Ja? Finde ich auch ganz nett, weil das vergisst man dann auch wieder. Was hatte ich der denn mal geschickt? Was hatte ich der? Na, das ist erst denkt man, denke ich dran. Nee, wenn man aber so viel hat, wie gesagt, ich bekomme ja auch mal viele Anfragen und ich habe auch schon ein paar Tauschpäckchen gemacht und vergisst man immer. Nicht mal alles aufschreiben. So, nächstes. Seht ihr das über? Ja, da seht ihr das. So, dann haben wir das hier. Aber ich guck mal. Was haben wir noch? Weil ich hatte nämlich noch einen großen Block. Guck mal, den hatte ich auch noch. Der war, glaube ich, aus dem Lidl. Den tun wir auch noch da rein. Ja, Lucy ist hinter mir. Die kommt ja immer noch mal hier an der Seite ran. Das kann sie jetzt nicht, weil da die Kartons stehen. Ich habe mich total verbarrikadiert hier. Aber wenn alles gepackt ist, dann habe ich wieder Platz. So. So. Ich nehme einfach alles. Da kommt ja jetzt auch ein paar. Aber das gefällt mir ganz gut, das Geschenkpapier. Ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Ein schönes Geschenkpapier. So. Und wie gesagt, wenn ich das heute schon fertig packe, morgen muss ich nämlich mal in die Stadt, ist so, ne? Die nächstgrößere Gemeinde. Und da ist eine Post, so ein Hermes-Shop. Vielleicht kriege ich das dann schon weggebracht. Weil ich muss eh nämlich zur Post, da ich... von meinen Gewinnern, 4 haben sich gemeldet, die 5. fehlt noch. Und ich habe 3 Gewinne auch schon eingepackt, nur für Familie H. Hallo, an dieser Stelle muss ich ja noch was zusammensuchen. Das dauert noch ein bisschen länger, bis ich da was, das Richtige rausgesucht habe. Ach, hier ist noch eine Kleinigkeit. Was haben wir hier? Was habe ich denn hier drin? Tschechischen mit... Ach, hier hatte ich auch so Kleinigkeiten, okay. Da sind auch so ein paar Sachen drin, die ich doppelt hatte. Wenn man das... Der ist kaputt. So. Das tue ich aber so dabei. Dann haben wir das hier noch. Und ich wollte noch was testen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe ja hier die... Ja, wo sind sie? So, ich hatte ja hier die Pusteblumen. Mal gerade hier. So. Dann hatte ich ja euch im letzten Haul gezeigt, dass ich diese kleinen Schraubgläschen habe. Ne? Jetzt wollte ich mal gucken, wenn ich hier so ein...
ne, so ein paar, also hier so mini, 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 da rein tue. Noch nicht so aneinander gepappt, aber vielleicht sollte ich dafür eher eine Pinzette nehmen. Ne? Wir testen das jetzt mal. Dann kriegt die Jutta nämlich noch ein Gläschen mit Löwenzahnsamen. So. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Auch ganz süß. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ihr das auch so erkennen könnt. Ich schraube erstmal zu. Sieht man das? Ja, geht so, ne? Nee, da muss ich noch dran arbeiten. Das, nö, machen wir nicht. Machen wir nicht. So. Ja, jetzt muss ich erstmal weiter gucken. Wir machen gleich weiter. So, ja, und jeder, der ein Tauschpäckchen mit mir macht, der kriegt ja hier den Süßholzwurzeltee. Ja, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Bitte nicht mehr nachsüßen, der ist echt süß genug. Und saure Apfeldrops, das sind meine Lieblingsbonbons. Und die tue ich jetzt hier ins Schächtelchen, da passt noch ein Teebeutel rein. So. Packen wir auch noch ein. Ein bisschen sehr groß. Ich nehme mal ein bisschen ab. Sehr lang. So, noch ein Päckchen. So, und dann natürlich die Taschentuchbox. Da habe ich auch schon ein Tutorial zu gemacht. Da müsst ihr mal schauen in meinen vorherigen Videos irgendwo. Ist das zu finden? So. Ein bisschen lang. Nibbeln wir nochmal ab. Hm.
So, nächstes Päckchen. So, jetzt muss ich mal schauen. Achso, das hier haben wir ja auch noch. Das sind so Sticker, die man mit Kreide bemalen kann. Ich habe ja hier, habe ich noch, ich glaube, die hatte ich auch aus dem Preismapper oder Vibra, keine Ahnung. So ein Osterbecher, da tue ich das einfach. Passt das? Nee, nicht ganz. Mal gucken, was ich da noch rein tue. Ich packe das so ein. Seite auch zu lang. Ich schnibbel's ab. Nicht schön, aber selten hier. Nee. Ein Päckchen. Schwupps. So, ja, was hatte ich denn noch gedacht? Ich muss mal alles so zusammensuchen. Aber ich glaube, das Größte habe ich drin. Ich suche mal noch ein bisschen. So, da haben wir hier noch ein Paket mit ja, Karten und Umschlägen. Auch mal noch ein. So, wieder schnibbel, wie schnibbel, wie schnibbel. Na, Daumen. Passt, ne? Hoffe ich. Ich hoffe es. Ja, passt. So, nächstes Päckchen. Ja, es ist noch Platz im Karton. Was tun wir hier denn noch da rein? Ich guck noch mal weiter. So, das ist jetzt der Karton. Ich habe noch ein bisschen ohne euch auch eingepackt. Ich glaube, das reicht. Ich gucke mal, ob ich noch sowas finde. Ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten wünsche ich der Jutta viel Spaß beim Auspacken. Also, die Jutta hat auch eine Facebook-Seite. Ich glaube, Jumo Kreativ Möhrchen. Moment, ich schaue mal gerade. Jumo Kreativ Möhrchen. Aber wie gesagt, ich verlinke euch die Seite unten. Da könnt ihr ja mal drauf gehen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund.